Ja, einen schönen guten Tag in die Runde. Ein neues Wochenende steht vor der Tür. Das heißt also, wieder neue Aufgaben stehen an. Was steht an? Ich zeige es mal, man kann es im Hintergrund vielleicht schon so ein bisschen erkennen. Ja, wie sagte ich so schon, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der Dachdecker war da, hat nicht nur die Dachrinnen gereinigt, sondern auch gleichzeitig den Bewuchs ein bisschen zurückgeschnitten, ordentlich zurückgeschnitten. Ich meine, ganz prima, ganz toll. Ist gut geworden, wächst klar wieder nach. Aber jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Luft vom Bewuchs zur Dachrinne. Und ja, das Zeug liegt hier. Ist auch gar nicht so viel. Ich hatte eigentlich in der Vergangenheit so im Kopf gehabt, dass es mehr ist, aber das müssen wir halt wegfahren, das steht erstmal an. Das heißt also Trecker holen, Hänger holen, auf den Astplatz bringen, das ist so das Erste, was ansteht. Das aber sicherlich nicht heute Abend, sondern morgen werde ich das mal machen und ja, jetzt erstmal Feierabend und dann geht es morgen weiter, gucken, was das Wetter so sagt, aber erstmal sind wir froh, dass das soweit geregelt ist. Alles Weitere kommt dann. Ja, schönen guten Tag, der nächste Tag ist da, wie versprochen vom Wetterpropheten, ziemlich regnerisch, aber für die heute anstehenden Aufgaben ist es ja recht egal. Bin also erstmal jetzt auf dem Weg, einen Trecker zu holen, um Brennholz zu holen nochmal für den nächsten Winter. Dann bin ich eigentlich schon ziemlich gut versorgt, ich muss mal gucken, wie viele Kisten ich dann noch leer habe, um die zu füllen, aber bin da eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja, und danach geht es dann eben darum, das Geäst, den Astschnitt, den der Dachdecker uns da so schön auf die Seite gelegt hat. Vielen Dank dafür nochmal, das war ja wirklich prima, das da mal auf den Astplatz zu fahren. Also alles keine große Aktion, man muss es halt nur tun. Und das machen wir jetzt. Auf! So, in der Lagerhalle bin ich angekommen. Zwei leere Kisten habe ich auch schon aufgeladen und verschnallt, kann also im Prinzip losgehen, wir sind abfahrbereit und ja, man sieht's, heute ist tatsächlich auch wieder ein Tag, wo man froh sein kann, eine Kabine zu haben. Heute mal nicht gegen die Hitze, sondern gegen den Regen. Also ich würde sagen, auf geht's, neues Holz holen. Schöne Wassermassen runter. Den haben wir heute auch im Stall gelassen. Das wollen wir denen ja auch nicht antun. Die sind ja auch ein bisschen zivilisiert, eigentlich Steppentiere, aber inzwischen doch auch nicht so regenerfreut. Ja, auf geht's.
Lagerladen Kisten sind jetzt hier schön gestapelt, jeweils drei übereinander, zwei hintereinander, immer so Sechser Kisten, Sixpacks, wenn man so möchte. Also von daher bin gut versorgt, passt soweit. Ich kann jetzt wieder nach Hause. Das Wasser ganz ordentlich. So, Trecker und Hänger haben wir jetzt im Haus stehen. Das muss ich aufladen. Ich hatte ja zuerst gedacht, es ist viel, aber ich glaube, das ist nicht mehr als eine Hängerladung, kriege ich wahrscheinlich mit einem Mal locker und problemlos weg. Wird sich zeigen. Jetzt erstmal Pause. Das gute Bike. Ja, wir haben gerade noch eine schöne kleine Radtour gemacht. Es ist ja bestes Wetter heute und morgen, also heute war quasi der Prolog, morgen ist Radwandertag, wieder ins Tal. Da wird die Landstraße gesperrt, Döttesfeld, also irgendwo Altenkirchen bis zur Wied runter. Neuwied heute nicht ganz bis Neuwied, Waldbreitbach, Niederbreitbach, aber egal. Schöne Tour, Landstraße, wie gesagt, ist gesperrt für den Autoverkehr, also dass man da sehr schön mit dem Fahrrad oder Roller oder was auch immer langfahren kann, wird gerne besucht. Morgen ist schönes Wetter, es wird eine große Tour, aber es wird wirklich sicherlich prima. Naja, aber vorher muss ich halt noch die Äste, das Astzeug, den Schnitt aufladen, das mache ich jetzt mal schnell, damit das noch zum Astplatz kann.
ja, das ging jetzt besser und schneller als gedacht. Keine große Aktion. Und wie gehofft, ja, ein bisschen hatte ich es auch erwartet, geht es alles locker auf den Hänger drauf. War also überhaupt kein Thema. Alles schön drauf. Jetzt noch ein bisschen an den Rändern gucken, dass es nicht so übersteht. Aber das ist ja easy. Ja, das also soweit. Oh, oh, da muss ich noch ein bisschen kehren. Aber dann ist es das auch. Also würde ich sagen, das haben wir schon mal. Jetzt ist erstmal Mittagspause und danach geht's weiter. Aufgeladen. Den bringen wir jetzt weg. Wer ist wir? Bekannterweise Lorena ist wieder dabei, chauffiert uns gerade. Das heißt, dass ich am Autopiloten ganz angenehm, wunderbar. Also jetzt keine große Aktion, schnell noch die Sachen auf dem Rastplatz abladen, Trecker zurück und dann sind wir damit für heute auch fertig. Also halten wir uns mal ran. So viel drin. Wir können ja eigentlich tatsächlich vorwärts reinfahren. Hast du schon recht? Mal gucken, wie schön sie hier noch an der Seite alles freigeschnitten haben. Prima. Jetzt müssen wir mal gerade halten und uns einen Platz suchen, wo du dann uns hinfahren kannst. Sagen, wir fahren bis dahin vorne hin. Ja, hier so und dann vielleicht drehen, ein bisschen noch zurück. Das kriegen wir schon in Watte. Mal gucken. Das hier ist mein Stein des Beobachtens. Du machst das schon. Schon. Stopp, stopp, stopp. Zurücksetzen. Weiter einschlagen, weiter einschlagen, weiter einschlagen. Weiter einschlagen, jawohl. Ja, gut, weiter. Ja, sehr schön. So. Und ja, noch ein bisschen. Warte, ich guck mal. Ja, stopp. Stopp. So. Sehr gut. So, und jetzt ein bisschen wieder hier rüber. Ja. Weiter einschlagen. So, und jetzt darüber. Ja. So, und jetzt. Lass mich mal gerade, glaube ich. Ich hatte das gesagt, ich krieg das nicht hin. Ja, doch, du kriegst das hin, aber ist ein bisschen knifflig. Wir kürzen das jetzt einfach ab. Oh, der Meister lieber am Berg.
rückwärts ran, machst du. Ja, gut. Ja, und jetzt einfach gerade zurück. Jawohl. Wunderbar. Einfach so gerade zurück. Sehr gut. Noch ein bisschen. Noch ein Meter. 50. Und noch ein bisschen. Und stopp. Sehr gut. Handbremse anziehen. Abladen. So, abladen auf die Mädelstour. Der Besen bleibt drauf. Schubgerät. Ja, so geht's auch. Zack. So, das Schubgerät muss dann nochmal neu positionieren. Ja, ich hätte wahrscheinlich wieder viel zu lange gebraucht. Ups, das Schubgerät ist hingefallen. Zack. Sehr gut. So, für den Rest machen wir dann so. Ja, muss gar nichts mehr tun. So, abgeladen haben wir, ging rucki zucki, ist auch wieder sauber. Deshalb habe ich auch nicht abgekippt, weil ich hatte vergessen, die Anti-Rutschmatte runterzunehmen. Dann kippt es ja schlecht, aber wir haben jetzt hier alles schön liegen, wunderbar. Ich würde sagen, Chefin, start your engine. Close the door. Und dann kann es losgehen. Natürlich hier drinnen, hier draußen. Hast du am Start gedrückt? Ja!
Gang, Rückwärtsgang. Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Achtung, Achtung, Achtung. Knapp, 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 knapp. Es war mit dem Jahr. So, da gleich ein bisschen rein. Wenigstens hat man eine bessere Perspektive. Da oben steht die prachtvolle Demi. Und jetzt sind wir angekommen. Ach, los. Was lecker. Oh, das sind Leute. Hier hin. Komm hier in die Richtung. Sitz. In die Mitte. Erstmal müssen wir tanken, wie wir gerade gesehen haben. Der Tank geht langsam zur Neige und dann müssen wir nachher nochmal Späne holen. Hatten wir eigentlich letzte Woche sogar erst gemacht. Normalerweise halten die auch länger. Aber jetzt haben wir einen Stall doch ziemlich dick eingestreut mit Spänen. Deutlich mehr Späne als Stroh, damit die Stute ein bisschen mal abnimmt. Hoffen wir zumindest. Und ja, das steht halt heute an. Tanken, Späne holen. Trecker wieder wegbringen. Nichts Aufregendes, aber es muss ja auch gemacht werden. Sehr gut, super. Und jetzt. Sehr gut, jetzt gerade. Ja. Und stopp. Motor aus, wunderbar. So, fertig, Abfahrt.
Trecker ist weg. Ja, muss ich wohl zu Fuß gehen. Naja, bei dem Wetter ist ja auch schön. So, die Späne haben wir im Hof. Dann bringe ich die jetzt noch schnell in die Scheune. Bevor, schauen wir mal, wie es aussieht. Kommt vielleicht doch noch ein bisschen Regen heute runter. Wäre jetzt nicht so gut. Naja, die habe ich ja jetzt in 5 Minuten drin. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Vorsetzen. Das war der Hänger. Gut rückwärts vorbeikommen. Zweigeteilt machen, aber das geht schon. Drauf gespießt und dann die anderen beiden auch drauf. Handarbeit. Ich denke, wir sind jetzt drin. Mal ein bisschen vorziehen. Ja. Haben wir. Jetzt die Blumen hinten nicht kaputt fahren. Aber geht's. Und dann in die Scheune damit. So, also Hänger noch nachher zurückbringen, Bohne zurückbringen. Das war's dann jetzt auch für dieses Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.